Hallo, nach 4 Wochen wurde es wieder Zeit, diese Nägelchen zu machen. Ich habe mir zuerst die Steinchen abgemacht, bis auf einen, der wollte partout nicht. Und deshalb habe ich zum Abtragen hier die Schleifkappe genommen. Ich entferne mir jetzt die alte Farbe, die alte Modellage. Und wenn ich damit fertig bin, werden wir den Rest mit der Handfeile erledigen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen zuzuschauen, denn das ist wie immer hier das Abtragen der Modellage. Und ja, schaltet einfach wieder ein, beziehungsweise schaltet nicht ab, denn ich mache hier einen Cut und hole euch dann gleich wieder zurück. Und fleißig geht's weiter mit der Handfeile. Wie gesagt, erledige ich den Rest. Ich nehme den restlichen Farbauftrag ab. Da ist ja immer so ein bisschen was an den Seiten und den Rändern. Und ja, fange schon an, mir die Form zu feilen. Gleiche im oberen Bereich, dann Huckel etc. pp. Aus, die beim Feilen durch den Fräser entstanden sind. Und mit genau demselbigen kürze ich mir jetzt die Nägel, da sie meiner Freundin dann doch etwas zu lang waren, ne? Sie wollte sie so, also ihr kennt ja die Modellage, die habe ich euch ja gezeigt. Aber sie sagte dann, ja, war wohl doch zu lang und sie hätte sie jetzt gern kürzer. Ihr Wunsch ist mir Befehl, das habe ich bei allen Nägeln gemacht, mit dem Fräserbit und Rest wieder mit der Feile. Im Anschluss daran habe ich mir die Nagelhaut mit dem Pro-Pusher zurückgeschoben und jetzt mit dem Fräserbit wird die unsichtbare Nagelhaut entfernt. Das ist wie bei jeder Modellage das gleiche Prozedere. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen kürzer, je nachdem, wie die Nagelhaut und die unsichtbare Nagelhaut ausgeprägt sind. Ja, das erledigen wir. Und dann starten wir mit der Modellage, mit der Neumodellage, beziehungsweise mit dem Auffüllen. Erst wenn alles komplett erledigt ist, die Naturnagelvorbereitung abgeschlossen ist, geht's los. Ich nehme mir hier den Ultrabond und trage mir eine Schicht auf. Das dient einfach zur besseren Haftung. Und der Startschuss ist gefallen. Die erste Gelschicht bei mir, immer die Grundierschicht. Ich fahre mit diesem Verfahren am besten. Ich nehme hier das Grundiergel bzw. das All-in-One-Bildergel von der Nicole Weiss. Das kann man für alle Schichten verwenden, also auch für die Grundierschicht. Das hat sehr gute Haftungseigenschaften. Und ich massiere mir das jetzt richtig in die Nagelplatte ein. Das mache ich hier bei allen 4 Fingern. Der Daumen kommt extra. Und dann lasse ich das wie gewohnt unter UV für 2 Minuten, unter Kombilampen UV-LED für 30 bis 60 Sekunden aushärten. Nachdem die erste Schicht ausgehärtet ist, lege ich weiter nach, ebenfalls mit dem All-in-One und arbeite mir hier den Aufbau. Ich mache das aber in 2 Schritten, da zu dick aufgetragen er bei diesen Nägeln dann doch etwas brennt. Das ist schon ganz schön stark. Also meine Freundin ist da wirklich sonst nicht so empfindlich, aber gerade hier bei dem All-in-One, da reagiert sie ganz schön heftig drauf. Deshalb in 2 Schichten, wie gesagt. Und die erste Schicht ist
ja, nicht ganz so, ja, was soll ich sagen? Es sind halt zwei dünne Schichten so rum. Ja, das Ganze kommt dann für 60 bis 90 Sekunden in die Lampe. Damit habe ich bei meiner Lampe die besten Erfahrungen sammeln können. Beide Schichten sind aufgetragen und ausgehärtet, das heißt, der Aufbau ist modelliert. Und jetzt befeile ich mir den Aufbau mittels meiner Handfeile. Das sind für mich immer die gleichen Schritte. Und wenn das fertig ist, wird der Staub abgenommen, mit einem Buffer anmattiert, damit ich dann die Farbe auftragen kann. Heute gibt es ein etwas spezielleres Design, was mich wirklich, wirklich, wirklich Nerven gekostet hat. Aber seht selbst, ich brauche jedenfalls dann für das Fullcover, das kann ich euch schon verraten, eine glatte Oberfläche. Ja, was soll ich sagen? Ich blende euch mal ein Bild ein. So sollten die Nägel dann zum Schluss aussehen. Das heißt, ich musste hier eine Pastellfarbe nehmen, sprich zwei Pastellfarben. Und justament habe ich nicht so viele Pastellfarben, weil, wie gesagt, auch ich nicht unbedingt auf Pastellfarben stehe. Und die sind natürlich von der Deckung her völlig daneben. Ich sage absichtlich nicht die Marke. Ich habe ungelogen drei Aufträge gebraucht, bis die Farbe wirklich deckend war. Und da könnt ihr euch natürlich meine Laune vorstellen, wenn man dreimal die Farbe auftragen muss und das an verschiedenen Nägeln, weil ja drei Nägel mit Farbe und zwei Nägel mit dem Farbverlauf, also. Richtig spaßig war das nicht. Jetzt im Nachhinein kann ich zwar drüber lachen, aber glaubt mir, nee, das muss ich nicht nochmal haben. Deshalb werde ich demnächst mal auf Suche gehen, ob ich mir nicht ein paar gescheit deckende Pastellfarben zulegen kann. Nachdem aber jetzt die Farbe aufgetragen ist, wie gesagt, das waren drei Finger, sprich sechs Finger, die das Pastellige im Fullcover bekommen haben, geht das eigentliche spaßige oder nicht spaßige erst los. Denn ich habe mich wirklich sowas von doof angestellt, aber seht einfach selbst, es ist wirklich jetzt zum Schießen. Ich war's nicht. Kannst du immer was lassen jetzt? Stinker. So lassen bitte. So bleiben.
Und da ich euch diese stümperhaften Versuche, den Farbverlauf hinzubekommen, nicht in aller Länge zeigen möchte, Leute, es tut mir leid, ich lasse das jetzt im Schnelldurchlauf durchrattern, damit ihr das sehen könnt, wie ich mich abgemüht habe. Und ja, verzeiht mir bitte, dass das wirklich war so krampfhaft ist. Das ist wirklich mehr ein Krampf. A, decken die Farben nicht. B, kriege ich den Farbverlauf von oben nach unten hin, von links nach rechts, rechts nach links. Will mir einfach nicht klappen. Aber ich verspreche es euch, ich werde das üben, 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 bis die Finger bluten. Ja, irgendwann hat es dann so halbwegs funktioniert und es kann dann auch schon weitergehen. Denn nachdem der Farbverlauf bei allen Fingern, es waren insgesamt 4 Stück, wer mitgezählt hat, weiß es. Na, dann erledigt ist, habe ich mir nach dem Aushärten eine Schicht ein Phasengel aufgetragen. Denn wir möchten ja, wie ihr im Bild gesehen habt, noch stempeln. Und dazu brauche ich dann wieder eine glatte, schöne Oberfläche. Das heißt, Farbgel anbringen. Quatsch. Ein Phasengel aushärten, Schwitzschicht abnehmen und mit dem Buffer anmattieren, damit wir, wie gesagt, dann schön stempeln können. Wie ihr wisst, jetzt habe ich gerade einen Einsatz verpasst, Entschuldigung, bereite ich mir meine Nägel immer so vor dem Stempeln, dass ich mir mit dem Ultrabond, sprich dem Double Tape, von der Nicole Weiß eine Schicht auftrage, wirkt als doppelseitiges Klebeband und man kann dann schön beim Stempeln sich auch Zeit lassen und der Stempel wird in den meisten Fällen komplett übertragen. Es kommt auch ein bisschen mit auf den Stempel und auf die Farbe an, aber wie gesagt, in den meisten Fällen funktioniert das. Ja, was haben wir hier gestempelt? Ich habe eine Stempelplatte von Konart. Da sind einmal die Blümchen drauf, so ähnlich, also na, 70%, 80%, sage ich mal. Und natürlich das schöne Elfenmädchen, was in der gewünschten Vorlage zu sehen ist. Leider Gottes kann ich diese Wasserkugel nicht, also diesen Tropfen, weder per Airbrush noch per One Stroke. Deshalb haben wir den weggelassen und es sah dann zum Schluss auch noch schön aus. Ich stempel jetzt erstmal alle Elfen, alle Blumen und melde mich dann bei euch zurück. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen. Auf einem der Finger haben wir einen Schatten gestempelt, sprich, ich habe erst mit Weiß und dann mit Schwarz oder umgekehrt und konnte dann dank des Clear Stamp Sets von DM, Video verlinke ich euch am Ende, einen Schatten setzen. Sprich, zweimal das gleiche Motiv mittels andere Farbe versetzt aufeinander bringen. Ja, das seht ihr aber dann im Schnelldurchlauf. Damit möchte ich euch jetzt nicht wirklich langweilen. Das Endergebnis kommt dann wie immer gleich, aber bis dahin haben wir noch ein paar Sekündchen Zeit. Und schon sind wir auch am Ende angelangt. Ich versiegel mir jetzt diese Modellage mit dem Mattversiegler. Ich teste immer noch den Mattversiegler von Born Pretty Store. Also bei mir hat er nicht wirklich lange matt angehalten, muss ich sagen. Das waren maximal 3 Wochen. Ich habe mir da eigentlich was anderes drunter versprochen. Aber ich habe ja jetzt dank lieber Geschenk und Tauschpakete verschiedene Mattversiegler da, die ich testen kann. Ja, der kommt für 60 Sekunden unter die Lampe.
Okay. Und wird dann auch nicht mehr abgeklinet, weil der härtet ohne Schwitzschicht aus. Am Ende, das seht ihr ja noch ein Bildchen. Und auf diesem Bildchen war auch eine kleine Hand zu sehen. Sie wollte unbedingt verschönert werden wie ihre Mami, also haben wir uns mal den Spaß erlaubt und haben ein bisschen Kindernagellack aufgetragen, damit die Kleine auch ein bisschen mit die Fingerchen angeben kann. Und zum Schluss, wie immer, kommt die Wellnessbehandlung. Die darf ja nicht fehlen. Ich trage mir auf dem Nagelrand etwas Nagelöl auf. Diesmal durfte es, soweit ich in Erinnerung habe, Erdbeere gewesen sein. Das wird dann schön einmassiert. Und deshalb erscheinen auch die Nägel, bitte nicht wundern, die sind trotz alledem matt auf den Bildern als glänzend. Aber das liegt nur am Nagelöl. Nachdem das dann, also hier nochmal das Fotoshooting, ne, das gehört ja zum Video mit dazu, finde ich. Nachdem das Fotoshooting dann beendet war, hat sie sich auch dann die Nägel wieder gewaschen, beziehungsweise haben wir das Öl von der Nagelplatte entfernt, sodass der Matteffekt wieder da war. Genau. Ich hätte es eigentlich nochmal fotografieren müssen, aber das habe ich Schussel dann zu leicht vergessen, weil die junge Dame dann ungeduldig war und endlich ihre Nägelchen wollte. Ja, meine Lieben, das war's wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.